Servus von der Mehlmüllhalde. Im heutigen Video möchte ich euch Brigitte vorstellen. Eigentlich habe ich mir eine langfristige finanzielle Beziehung gewünscht, aber Brigitte hatte einfach zu wenig Geduld und die Situation ist leider zu schnell eskaliert. Darum dazu ein etwas kürzeres Video. Trotzdem einfach wunderbar. Zum besseren Verständnis meiner Mehl-mir-mal-Müll-Videos und damit ich dich nicht in jedem einzelnen Video mit den Details langweilen muss, schau dir bitte das Making-of-Video dazu an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Vergnügen mit der lieben Brigitte. Schauen wir mal, ob wir einen saftigen Kredit bekommen. Hallo! Ich habe gerade Ihre Anfrage für einen 30.000 Euro Kredit auf dem Kreditmarkt gelesen. Ich werde Ihnen den Kredit gewähren. Aber ich würde gerne wissen, ob Sie ein sehr ehrlicher Mensch sind, der in der Lage ist, den Kredit bis zum letzten Cent zurückzuzahlen. Mit freundlichen Grüßen. Wow. Obwohl sie mir den Kredit ja praktisch schon zugesagt hat, habe ich mit nächster Mail trotzdem meinen Standardtext mit allen Informationen geschickt, damit sie weiß, wie viel ich brauche, wie ich zurückzuzahlen gedenke und auch wie ich in diese Situation gekommen bin. Die ganze Mail kannst du im vorhin erwähnten Making-of-Video sehen. Link wie gesagt in der Videobeschreibung. Und offensichtlich hat ihr gefallen, was sie gelesen hat, denn sie kam ohne zu zögern zum nächsten Schritt. Ich weiß zwar nicht, wer sie auf die Idee gebracht hat, dass ich von schlechten Menschen misshandelt wurde, aber schön zu wissen, dass ich es offensichtlich mit einem mitfühlenden Menschen zu tun habe. Sie bestätigt nochmal, den Kredit zu gewähren und schickt mir neben der generellen Verzinsung auch gleich eine lange Liste mit vielen Fragen. Sehr vielen Fragen. Also wirklich vielen Fragen. Nun gut, muss wohl so sein. Allerdings wollte ich vor dem Versenden meiner persönlichen und sensiblen Daten schon die Konditionen des Kredits kennen, also Zinsen bzw. Rückzahlungsplan. Und die Flotte Brigitte hat das alles sofort geschickt, wofür ich mich auch ordentlich bedankt habe. Doch dann fing es schon mit der Ungeduld an. Bitte senden Sie mir Ihre gewünschten Informationen zu. Dem bin ich dann selbstverständlich sofort nachgekommen. Wie immer habe ich zum Fegnamen auch die anderen Informationen etwas ausgeschmückt und eigentlich eine Reaktion erwartet. Aber weder der Geburtsort Krankenhaus, noch Stadt und Land waren für Brigitte verdächtig. Dass ich mit meinem wohl ausgefallenen Beruf ein Einkommen von 0,0 generiere, war anscheinend auch kein Hindernis für einen fetten Kredit. Lediglich meine Antwort zur Telefonnummer und das Bild vom Reisepass haben ihr nicht gefallen. Um weiterzukommen, habe ich dann eine Fake-Nummer und aber nochmals das exakt gleiche Bild vom Reisepass geschickt. Und ziehe da. Okay, ich schicke Ihnen den Kreditvertrag, den Sie unterschreiben werden. Für die Vertragsgebühr zahlen Sie 98 Euro. Bitte lassen Sie mich wissen, ob dies für Sie funktioniert. Meine anschließende Frage, an wen ich denn die Gebühr zahle und ob ich denn eine ordentliche Rechnung dafür bekomme, sollte beantworten, ob es ein Notar oder die Bank ist. Stattdessen habe ich Kelmend kennengelernt. Und statt einer Rechnung für die Gebühr musste ich feststellen, dass der Verwendungszweck meiner Überweisung eine Dienstordnung ist. Nur um sicherzugehen, dass ich nichts falsch mache, habe ich geschrieben, dass ich Kelmend nicht kenne und auch noch keine Rechnung bekommen habe. Guten Morgen, Kelment ist mein Finanzberater. Er kümmert sich um alles. Mit dem Kelment Konto erhalten Sie die 30000 Euro auf Ihrem Konto. Kelment überweist die 30000 Euro auf Ihr Konto. Wir stellen unseren Kunden keine Rechnungen aus. Wenn Sie den Kredit in Höhe von 30000 Euro erhalten möchten, müssen Sie lediglich eine separate Überweisung von 98 Euro an die Bankverbindung von Kelment vornehmen. Sie können so vorgehen, als würden Sie Geld an Ihre Freunde oder ein Familienmitglied senden. Okay, verstanden. Oder auch nicht. Denn zwei Fragen sind mir da sofort in den verwehrten Kopf geschossen. Zum einen sollte ich bei der Überweisung so vorgehen, als ob sie an Freund oder Familie geht. Was ist denn da anders zu einer Überweisung an eine Firma? Und jemand seriöser will mir einen 30k Kredit geben und ich soll ihn wie Freund oder Familie behandeln? Toll, also habe ich dann nicht nur eine Menge Geld, sondern auch einen neuen Bruder und eine neue Schwester. Viel mehr getriggert hat mich aber die Unsinnigkeit, an ein Konto 98 Euro zu überweisen, um dann vom selben Konto 30k Retour zu bekommen. Manchesmal schaffe ich es doch, logisch zu denken und habe dann die liebe Brigitte um den Sinn dahinter bzw. um Vereinfachung gefragt. Die knappe Antwort hat mich dann leider noch mehr getriggert, so dass ich kein Weiterkommen erwarten konnte und die Karten auf den Tisch gelegt habe. Meine abschließenden Worte, ohne Erwartung, dass sich die Betrüger ändern oder zumindest Gedanken über ihr tun machen. Falsch, ihr funktioniert überhaupt nicht. Schafft ihr es eigentlich, dass irgendjemand auf den Scam reinfällt? Immerhin ist es ganz schlecht aufgezogen. Ich meine, ich will euch jetzt keine Schulung geben, aber bei eurem Talent im Betrügen wäre es besser, ihr sucht euch einen redlichen Job. In ewiger Verbundenheit für die Einblicke in die dunklen Tiefen der menschlichen Seele. Brigitte hat sich dann noch freundlich bedankt und ward nie wieder gesehen. Dieser Fall zeigt tatsächlich nur die Basics zu solchen Betrugsversuchen. Auf diesem Kanal kommen noch viele mehr mit teilweise unglaublichen Varianten. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke, lass gerne einen Daumen nach oben da, damit meine Videos mehr Menschen angezeigt werden und durch die Aufklärung weniger betrogen werden kann. Nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.